السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, ihr Lieben. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Heute habe ich kein Essensrezept für euch, sondern ein Rezept, wie man die Person, die man liebt, an sich bindet. Das muss nicht unbedingt jetzt nur bei eine Person sein, die man liebt, jetzt so ein Schatz, sondern das ist allgemein, also auch so allgemein Leute, jetzt Freunde oder sogar wenn das Verwandte sind oder so, das ist einfach jetzt kein so schlechte Tricks einfach. Sondern das ist einfach schön, wenn man diese Eigenschaften hat, dann lieben einen die Leute einfach. Genau, das erste ist, dass man die Probleme anhört. Also immer so, man muss keine Lösung finden, aber einfach anhören, einfach zuhören. Lösungen ist manchmal sowieso schwierig, weil die Person entweder weiß, wüsste er schon selber, wenn es so einfach eine Lösung gibt. Aber meistens sind es ja Probleme, wo man nicht so einfach eine Lösung findet. Und ihr kennt es auch selber vielleicht. Manchmal, wenn es einem richtig nicht gut geht, dann braucht man einfach jemanden, der einen versteht. Einfach jemanden, der einen zuhört. Also, dass man sich verstanden fühlt. Dass man sich nicht alleine fühlt. Und auch wenn man zum Beispiel dann eben beim nächsten Mal, wenn man die Person sieht oder hört, dass man nachfragt, ja, und was hat sich ergeben, wie geht's dir jetzt oder gibt es was Neues bezüglich deines Problems oder so. Genau, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist die Meinung fragen. Also, wenn man jetzt die Meinung von einer Person fragt, dann hat die Person dadurch das Gefühl, dass sie halt eine Bedeutung hat für einen, dass sie wichtig ist, dann das ist, tut auch ihrem Selbstvertrauen gut und es gibt ihr einfach ein gutes Gefühl und deswegen die Person, die man halt dann um ihre Meinung fragt, fühlt sich dadurch wohl mit einem, weil sie einfach, weil man ihr dadurch einfach dieses Gefühl gibt und dadurch mag sie halt einen einfach mehr. Genau, das muss ja nicht jetzt sein, dass ich unbedingt das befolge, seine Meinung. Oder es muss auch nicht sein, dass mir überhaupt diese Meinung jetzt in dem Moment wichtig ist. Aber es hat halt diesen schönen Effekt. Genau, das ist der Punkt 2. Dann der Punkt 3 ist, dass man einfach seine Ideen oder ihre Ideen, also von dieser Person, nicht abwertet. Zum Beispiel, wenn diese andere Person einfach so ein Vorhaben hat oder eine Idee hat oder eine Meinung zu etwas hat, dass man das nicht so abwertet. Man muss nicht jetzt die Meinung teilen oder alles toll finden. Im Gegenteil, so man muss jetzt nicht alles nachmachen. Und also das ist ja dann ist man ja wieder langweilig. Aber einfach, wenn man es auch nicht so gut findet, dass man es halt mit so einer schönen Art sagt und ansonsten, dass man halt einfach die Person ermutigt und motiviert zu dem, was sie halt vorhat. Dadurch fühlt sich auch halt wieder die Person bestätigt, das bestärkt sie, fühlt sich gut an für ihr Selbstvertrauen und so ihr allgemeines Wohlbefinden. Und natürlich, wenn die Person das in deiner Gegenwart bekommt dieses Gefühl, dann wird sie sich immer halt angezogen fühlen. Genau. Und der letzte Punkt ist, dass man auch mal sauer ist. Also das heißt, dass man auch, wenn es jetzt irgendwas ist, was einfach vielleicht so weit gegangen ist, dass man einfach diese Grenzen zeigt, dass man einfach nicht alles mit sich machen lässt. Weil das sehen die Leute nicht als Stärke, wenn man jetzt immer geduldig ist, wenn man immer verzeiht und so ohne alles einfach so alles durchgehen lässt, so
das sehen die Leute nicht als Stärke, sondern die sehen es als, ja, die ist immer präsent, ja, die ist immer da. Da haben sie keine Verlustangst. Und genau das ist es, worum es geht. Wenn man mal jetzt zum Beispiel, was heißt sauer? Nicht, dass man jetzt voll flucht oder schreit oder irgendwas, aber einfach sich zum Beispiel zurückzieht ein bisschen. Dass dann die Person selber kommen soll, sich melden soll, fragen soll, merken soll, da stimmt irgendwas nicht. Weil wenn man da jetzt zum Beispiel mal ein bisschen sich zurückzieht, dann merkt die Person diesen Verlust. Ja, nee, die merkt, das ist, ja, nee, die ist jetzt nicht da, die, dann vermisst sie einen. Also diese Person, die vermisst es halt eben, diese Zuhören, dieses Meinung gefragt zu werden, diese Gesellschaft, diese Anwesenheit. Und dadurch wird sie einen mehr sehen. Man kennt das ja, erst wenn man eine Sache verloren hat oder erst wenn man eine Sache nicht mehr hat, dann schätzt man die. Und genau das ist das. Ja. Man soll jetzt nicht so übertreiben oder so, aber schon halt. Sie sollte es mal ab und zu spüren. Nicht, weil man jetzt halt, wie gesagt, einfach, also man will halt sich gedulden, man will jetzt auch wir Muslime so, wir wollen Sabr machen, Geduld üben für Allah und so, und das ist auch gut. Man macht das halt mit der Absicht, nicht mit der Absicht so wegen einem sein Nefes, wegen mein Ego oder so, sondern mit dieser Absicht eben, also die Person mehr so diese Beziehung zu stärken zwischen der Person und mir, dass das stärker wird, dass das intensiver wird, also dass das schöner wird. Genau, das sind also diese vier Punkte. Einmal zuhören, Probleme anhören und aber eben nicht gleichzeitig meine Probleme dann aufbrummen und wie sagt man das, aufdrängen oder so. Einfach zuhören. Weder muss ich Lösungen finden, noch jetzt dann meine eigene schlimme Situation darstellen. Außer manchmal vielleicht, wenn man dann gibt man dem anderen das Gefühl, er ist nicht alleine. Wenn man sagt, ja, das und das kenne ich. Und dann vielleicht so kurz ein Beispiel machen, was man selber erlebt hat oder in was man selber für eine Situation ist. Das ist schön, ja, nie geteilt. Das Leid ist halbes Leid. Also, genau. Und das Zweite, dass man eben die Meinung fragt. Das Dritte, dass man seine Ideen oder ihre Ideen nicht abwertet. Und das Vierte, dass man halt auch mal sauer ist, damit halt die andere Person den Verlust spürt. Okay, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Und wenn ihr Lust habt auf mehr solche Videos, wenn euch das interessiert, dann habe ich viele, viele Ideen in diese Richtung. Dann schreibt mir das in die Kommentare, gebt mir Bescheid. Genau. Dann bye bye. Assalamu alaikum wa rahmatullah.